Ja, also es hat angefangen vor ungefähr, sagen wir mal, 13 Jahren. Da habe ich in verschiedenen Haus der Jugenden aufgelegt, bei uns in Hamburg-Wilhelmsburg. Ja, es fing dann auch so an, dass ich dann immer öfters gebucht worden bin für diverse Auftritte in Haus der Jugenden oder bei Gemeinden von Kirchen. Da sollte ich dann halt Musik spielen und da hatte ich dann halt mein CD-Koffer und meine Plattenkoffer mitgenommen und dann halt diverse Musik gespielt. Damals nicht nur Techno, damals Hip-Hop, Black Music, Dancefloor Music und diverse andere Musikstyles halt quer durch den Garten. Später kam es dann halt dazu, dass ich dann mich hauptsächlich nur auf Techno konzentriert habe. Ich habe dann die ersten Auftritte auch in den Diskotheken gehabt. Später kam es dann dazu, dass mich der Gary D aus dem damaligen Tunnel Club, wo ich jetzt eigentlich auch bin, gefragt hatte, ob ich da nicht auch mal auflegen möchte. Und dann hat er mich halt zu einem Rave gebucht. Das war damals der Time Tunnel 2. Und so bin ich dann auch zu Tunnel Records und zum Tunnel Club gekommen. Ja, später kam es dann halt auch dazu, sagen wir mal 2 Jahre später, nachdem ich dann das erste Mal im Tunnelclub war. Es fing halt so an, dass ich im Tunnelclub berühmt geworden bin oder auch dadurch bin ich halt bekannt geworden. Und durch diese Auftritte, die ich damals im Tunnel ha hatte, ist es dazu gekommen, dass ich auch in diverse anderen Diskotheken gebucht worden bin. Und ja, so kam das langsam, dass mich auch andere Diskothekenbesitzer und andere Clubbesitzer mich dann halt auch gebucht haben. Und heutzutage ist es halt so, dass ich fast nur noch unterwegs bin und in diversen Diskotheken und diversen Ländern oder verschiedenen Ländern auflege. Ja, Tunnel gibt es da jetzt auch schon seit 100 Jahren, kann man ja sagen. Also Tunnel war ja hauptsächlich der erste Techno-Club mit in Hamburg, den es überhaupt gab. Und durch die CD Tunnel Transforce und durch die anderen CDs, die wir alle haben, wie DJ Networks und Time Tunnel und sowas, ist Tunnel auch halt international sehr gut angesehen. Tunnel hat die CDs in Australien, in Amerika, in Südafrika, in Südamerika. Und dadurch wird Tunnel natürlich auch immer erfolgreicher und auch immer bekannter. Und ich damit natürlich auch. Es gibt eigentlich viele Orte, wo es mir immer sehr gut gefällt. Australien ist sowieso immer ein ganz geiles Land, wo die Leute auch tierisch abgehen. Aber ansonsten gefällt mir die Schweiz sehr gut. Ich habe letztens im Oxa Club aufgelegt und war sehr begeistert von der geilen Atmosphäre da. Die Leute gehen da ab 3 Uhr morgens erst so richtig geil ab. Und je später das es wird, desto voller wird der Club. Und der Club gefällt mir schon sehr gut. Der Evolution Club in Johannesburg gefällt mir sehr gut. Da sind die Leute auch tierisch abgegangen und die Atmosphäre war da fantastisch. Und freue mich schon wieder, bis ich da zum nächsten Mal bin. Und in Calgary in Kanada geht es sowieso immer gut ab. Da ist die Posse auch tierisch geil. Auch gerade die Jungs, die mich da mal abholen, mit denen mache ich da mal eine tierisch fette Party. Das sind so 10 Leute, die heißen Bootgang Gang. Und die sind tierisch geil drauf und mit denen feiern wir immer richtig gut ab. Also Kanada auch ein geiles Land zum Abfeiern. So, und da ich halt ziemlich viel unterwegs bin, jetzt in diversen verschiedenen Ländern auflege, bin ich natürlich nur noch einmal im Monat jetzt im Tunnel, aber dafür geht die Party da auch tierisch ab. Und das muss man dann halt auch verstehen, dass man dann auch nicht mehr so oft da ist. Aber dieses eine Mal, wo ich dann da bin, machen wir dann auch immer richtig geil Party. Ja, ich höre mir auch andere CDs gerne mal an, auch von anderen Künstlern und so. Aber die Inspiration kommt eigentlich direkt hier im Studio. Ich setze mich am Keyboard ran, spiele eine Melodie, wenn mir die gefällt, gebe ich die halt im Sequencer ein und mit dieser Melodie baue ich dann halt den ganzen Track auf. Dann kommt die Bassline rein, die Bassdrum und die Hi-Hats und was nicht alles noch, was dazu kommt. Und da kommt meine Inspiration eigentlich her. Ja, dadurch, dass das tot erklärt wird, ist es eigentlich so, dass es trotzdem deswegen auch erfolgreich bleibt. Die Leute wollen halt nicht alles mitmachen, so wie Hip-Hop und Black Music. Und es gibt natürlich auch Leute, die haben noch einen guten Musikgeschmack, wie Techno, Trance und ja, ich sag mal auch House. Und auch gerade diese Leute bleiben auch immer am Leben und die wollen auch natürlich feiern gehen. Und deswegen gibt es auch immer noch Clubs, die Techno und Trance und auch House spielen. Und meiner Meinung nach bleibt das für ewig.
Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich unbedingt Feuerwehrmann werden. Also, für nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, noch mehr Musik zu machen, noch mehr zu produzieren oder mal wieder mehr zu produzieren, weil dieses Jahr, da ich so viel unterwegs war, konnte ich mich nicht so oft in ein Studio hier blicken lassen. Wäre froh gewesen, dass ich die LP jetzt fertig habe. Ja, nächstes Jahr wird noch mehr Musik gemacht, noch mehr Remixe. Also für 2007 ist auch geplant, dass die ganzen Auskopplungen von meinem Album mit rauskommen. Halt die ganzen Sachen, die da drauf sind, wie Dream World und Fire and Water. Ja, diese Sachen kommen alle raus und dann kommt natürlich wieder die aktuelle Transforce und diverse andere Geschichten von Tunnel Records, die ich mache. Außerdem kommen meine ganzen Projekte auf Vinyl, wie Angel Beats, Dynamic D's, Impeachment Syndrom, Civil Liquid. Die kommen natürlich auch alle noch auf den Markt und ja, darauf könnt ihr euch 2007 freuen. Ja, Lampenfieber hat man eigentlich jedes Mal, wenn man irgendwie kurz vorm Auftritt ist, gerade wenn der Laden voll ist. Aber das ist auch gut so, weil dadurch ist man ein bisschen auf Adrenalin und kriegt richtig Bock aufzulegen. Und wenn dann die Leute noch abgehen, dann kommt man richtig in Fahrt und Lampenfieber wird ewig sein, glaube ich. Natürlich habe ich auch noch ein Privatleben und Urlaub habe ich auch noch. Wird natürlich alles immer ein bisschen schwieriger, wenn man so oft unterwegs ist, aber Zeit für Freundinnen und Zeit für andere Dinge sind auf jeden Fall auch noch da. Ja, ich habe gerade das Kamerateam hier. Okay, das geht jetzt schlecht. Alles klar, mach ich gleich, ne? Bis dann, ciao. Also mein Lieblingstrack von meinem neuen Album, Eye of a Champ, da gibt es mehrere auf jeden Fall. Das ist einmal Fire and Water, das finde ich sehr gut. Dann ist da einmal What I Need, was mir auch sehr gut gefällt. Und natürlich die neueste Auskopplung davon, was auch auf Vinyl kommt und wahrscheinlich auch auf Maxi-CD ist If I Could Be You. Das gefällt mir sehr gut. Da haben wir eine schöne Gesangsstimme mit reingepackt. Und ja, Kick der Bass ist natürlich auch der Hammer. Ach so, an alle DJs da draußen. Save the Vinyl. Scheiße. Kacke. Nochmal. Ach so, was ich noch sagen wollte an alle DJs da draußen. Save the Vinyl. Ja, diese Art vom Auflegen gefällt mir immer noch am besten. Immer schön schwarzes Vinyl. Ja, damit das nicht aussterbt, solltet ihr mal damit wieder öfters auflegen. Ja, und das Allerwichtigste. Vielen, vielen Dank, dass ihr mein Album gekauft habt. Ihr wisst ja, es wird immer schwieriger mit der CD-Industrie. Keiner kauft sich mehr CDs, alle sind nur noch am Downloaden. Und es ist immer wieder schön, dass es noch Leute gibt, die auf jeden Fall CDs kaufen. Ich persönlich finde sowas auch besser. Ich kaufe mir auch meine CDs, die ich geil finde, weil man hat halt was Handfestes in der Hand und nicht nur alles auf dem Computer. Vielen Dank nochmal, Leute, dass ihr mein Album gekauft habt. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und vielleicht sieht man sich ja 2007 im Tunnelclub. Da läuft die Kamera eigentlich die ganze Zeit.